Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video hier bei Kartomania Stuttgart. Wir haben heute mal ein ganz besonderes bzw. informatives Video für euch. Wir wollen heute mal gucken, macht es wirklich so viel Unterschied, ob man jetzt 71 Kilo wiegt oder 101 Kilo wiegt, wenn man es genau nimmt. Denn wir werden heute Rundenzeiten in unserem 7er Kart fahren, einmal ohne Gewichte, mit dem normalen Gewicht eines normalen Fahrers, sage ich jetzt mal. Und dann werden wir mit unseren Zusatzgewichten 30 extra Kilo generieren, um einfach mal zu schauen, wie groß ist der Unterschied und macht es überhaupt einen Unterschied. Bevor es losgeht, abonnieren nicht vergessen, ganz wichtig, denn aktuell sind 80% unserer Zuschauer noch kein Abonnent. Deswegen lasst einfach ein Abo da, weil kostet euch nichts und uns unterstützt ihr damit. Vielen Dank vorab, natürlich Glocke aktivieren und fleißig kommentieren, wie ihr das Video fandet. So, wir würden gar nicht viel Zeit verlieren, denn wir fahren mit den anderen Leuten zusammen Turn. Wir schmeißen die Gewichte rein und dann geht's los. So, also ich bestücke die Karre jetzt gerade mit dem extra Gewicht, sprich 30 Kilo. Wir haben rechts 15, links 15. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie es damit ist. Nach ein paar Runden fahre ich raus, dann schmeißen wir die Dinger kurz weg. Und dann gucken wir mal, wie es ohne Gewichte ist. Willst du einmal zeigen, wie es aussieht? Sprich, das sind hier einfach so unsere Gewichte. Die einzelnen, die hier so drin sind, auf beiden Seiten. Und dann wollen wir mal gucken, was das wert ist. So, Leute. Also, wir fahren jetzt erstmal die Reifen warm. Ist tatsächlich auch eins der wenigen Male, dass ich mit Gewichte fahre. Demnach bin ich jetzt echt gespannt, was dabei rauskommt, zeitentechnisch. Was ich echt merke, direkt von Anfang an, ist, dass das Beschleunigen viel, viel träger ist. Also gerade aus dem unteren Bereich raus ist das Wahnsinn. Hier oben rum, da passiert gar nichts. Aber jetzt hier in der Kurve habe ich das Gefühl, dass ich mehr auf dem Boden klebe und nicht so leicht rutsch. Das ist schon echt cool. Aber jetzt gucken wir mal, was die Zeit dann wert ist, wenn wir hier mal richtig angasen. So. Also das ist wirklich in den Kurven, das fühlt sich so viel schwerer an. Ich meine, 30 Kilo sind 30 Kilo. Aber das ist echt ungewohnt. Wirklich, das ist echt krass. Das ist wirklich wie wenn man vergleicht irgendwie, ja, keine Ahnung. Wenn man, ich weiß nicht, schlechtes Beispiel, irgendwie erst einen Golf fährt und dann irgendwie einen VW-Bus oder so eine Mercedes V-Klasse oder wie auch immer. Das ist echt übel der Unterschied. Das ist echt krass, was das ausmacht. In den Kurven auch das Gefühl, als ob viel mehr nach außen drückt. Aber vor allem die Beschleunigung ist der Wahnsinn, also wie viel das ausmacht. Boah, das ist so träge. So. Aber wir gucken jetzt mal, wir fahren die Runde noch fertig und jetzt halten wir mal an und nehmen die Gewichte raus. So. Also es ist wirklich der Hammer, wie krass der Unterschied ist. Das denkt man gar nicht. Also man weiß es und es ist logisch, mehr Gewicht, weniger, ja, ich sag mal Power bzw. weniger Performance. Aber wie viel das ausmacht bei einem Kart, ist echt Wahnsinn. Wir nehmen jetzt mal die Gewichte raus und schauen mal, wie hoch der Unterschied ist. Wir gucken mal kurz zum Zwischenstand. Wir haben mit Gewicht 34,3 mit 30 Kilo Gewicht. Jetzt bin ich mal gespannt, inwieweit die Zeit getoppt werden kann oder nicht getoppt werden kann.
Ja, Zündung, jawohl. So. Wir lassen uns jetzt ein bisschen Platz nach vorne, dass wir nicht gleich auf die anderen aufschließen. Tim sagt, wir können. Aber wir warten nochmal, weil der arg langsam ist. Okay. Jetzt schauen wir mal. Das ist direkt schon beim Losfahren. Jetzt bin ich angeeckt. Nee, aber direkt schon beim Losfahren ein komplett anderes Gefühl. Das ist echt. Ja, auch hier jetzt. Hier merkt man's. Höchstgeschwindigkeit deutlich schneller. Hier aus dem Eck drückt es schon deutlich besser raus. Ja, jetzt wollen wir mal schauen. In der Kurve merke ich deutlich mehr Rutschen, weil ich jetzt doch schon leichter bin. So, jawohl. Ja, man kommt auch hier mit mehr Schwung rum, weil wir nicht unter das Drehzahlband kommen. Also bedeutet, dass wir hier noch mal ein bisschen mehr Power haben, weil die Drehzahl nicht so niedrig ist, weil aus dem Keller raus hat ein Kart nicht so viel Dampf wie dann mit Drehzahl. So, jetzt muss man tatsächlich so ein bisschen das seine Linie auch anpassen. Also tatsächlich jetzt erste Runde ohne Gewicht, der direkt eine 34.09 also gefahren. Ist echt ganz, also es ist echt ein Umstellen. Man muss echt umstellen. Echt anders, also sorry, ich wiederhole mich auch die ganze Zeit, aber es ist wirklich ein herber Unterschied zu den Gewichten. Ich meine, wir alle oder die meisten von uns wissen oder fahren schon Auto und wissen, wie es da ist. Wenn man jetzt, ja, ist ja egal welches Auto, ich nehme wieder Beispiel Golf, ja, kann jeder was mit anfangen. Wenn man jetzt einen Golf nimmt mit 150 PS als Beispiel und da ist nichts beladen, man fährt alleine und man tritt da Gas, merkt man, wie er abgeht. Und wenn man da jetzt 30 Kilo reinlädt, das merkst du nicht wirklich. Aber wenn du dann bei einem Golf dann voll besetzt fährst, sprich irgendwie mit 5 Personen, dann merkt man es auch. So, gelb, das habe ich jetzt erst gar nicht gesehen. Da überholen wir dann natürlich nicht. So können wir auch die Reifen ein bisschen entspannen lassen. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal keine Attacke-Runde, weil wir haben Verkehr vor uns. Können wir aber mal ein bisschen schauen hier, was da so geht bei den Kollegen hier vor uns. So, ja, blau, er hat es gesehen, danke. Ja, jetzt lässt er mich nicht mehr vorbei, alles gut. So, ja, wir setzen hier jetzt mal rein, einfach ganz frech. Das ist dann schon okay. Hier ein bisschen Zeit raus und machen das ganz entspannt, weil die Runde ist eh fällig. Dann gucken wir mal, ob wir noch eine richtig gute gezeitete. Was haben wir jetzt? 33.96. Was war vorher? 34.3 oder so? Weiß ich nicht. Also es ist doch relativ glatt heute. Ihr werdet es aus den Videos mittlerweile gut kennen, dass man hier nicht jeden Tag die gleiche Zeit fährt. Ja. Das ist schon immer variiert, je nachdem wie das Wetter ist, die Temperaturen. Ah, jetzt hatte ich viel übersteuern. Das war nicht gut. Das hat richtig Zeit gekostet. Die Runde ist eigentlich auch hin. Auch hier jetzt ein bisschen weit raus. Ja, ab einem gewissen Punkt ist es dann schon echt immer nur noch, dass die Zeit relativ gleichbleibend ist.
Aber mal gucken, vielleicht gelingt uns ja noch was richtig Cooles. Die war schön. Oh, schön. Ah, jetzt verkack's hier nicht wieder. Jawohl, nein, und jetzt ist wieder gelb dran. Ah, das war so gut bis dato. Aber egal, wir haben eine Referenzzeit. Und gucken mal, wie viel genau. Im Motorsport sind Jahrzehntel wirklich extrem viel. Von daher schauen wir einfach mal, was es jetzt wert ist. Und ziehen dann gleich mal ein Fazit. So, mega interessant. Tim und ich haben ja vorab schon ein bisschen spekuliert, wie viel macht es Unterschied, macht es überhaupt einen Unterschied. Ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich krass. Es ist wirklich, wirklich krass. Also, was man sagen muss, auf der Geraden, das habe ich direkt hier beim Losfahren schon gemerkt, die 30 Kilo, das ist, als ob einer hinten festhält beim Losfahren. Also die Beschleunigung von Null raus oder auch dann im oberen Bereich Richtung Highspeed ist deutlich, deutlich weniger mit dem Mehrgewicht. Einen richtigen Vorteil hat man in manchen Kurven tatsächlich durch das Mehrgewicht, weil du einfach am Boden klebst. Das Kart drückt dich gefühlt, wie als hättest du auf einmal einen Spoiler hinten drauf, drückt dich das Kart wirklich nach unten, dass du gerade hier auf so einem rutschigen Untergrund wirklich teils besser durch die Kurven kommst. Aber sobald du unter die Drehzahlkurve kommst, merkst du halt einfach, wie er sich quält, wieder nach oben rauszugehen. Ich habe es mittendrin auch mit einem Auto verglichen oder beziehungsweise versucht zu erklären. Andersrum ohne die Gewichte, die Beschleunigung, so wie man sie kennt, ist da. Auch aus den Ecken raus hast du einfach mehr Druck gefühlt. Es ist immer noch der gleiche Motor, aber durch das weniger Gewicht schießt sich viel mehr raus. Aber auch hier in manchen Kurven nicht wirklich mehr, ja, beziehungsweise nicht wirklich mehr Pace, weil du einfach viel mehr rutscht. Ja, also durch das wenigere Gewicht, das sieht man auch ganz häufig bei Kindern. Die Kinder, die ziehen auf der Geraden, oder wenn du jetzt einen hast, der gerade so 1,50 ist und irgendwie 60 Kilo wiegt, so ein Heranwachsender, die ziehen auf der Geraden jedem weg, aber sobald die in die Kurve kommen, die fahren nur quer, weil halt einfach nichts nach unten drückt. So viel zum Fazit. Zeit hast du schon gesehen? Nee, und mich würde auch interessieren, wie viel Gewicht sind wir denn jetzt gefahren? Wir sind 30 Kilo gefahren, sprich zwei rote, das ist praktisch, ja, wie so ein Baukastensatz, kann man die einsetzen, insgesamt 30 Kilo, sprich bei mir 71 Kilo, die ich ursprünglich wiege, plus 30 Kilo, heißt, ich bin mit 101 Kilo gerade gefahren. Heißt, wir gucken jetzt mal, wie ist der Unterschied von einem Mensch, der 101 wiegt, zu 71. Also vorher ohne mit Gewicht waren wir bei 34,3. Wir runden 3,66, glaube ich. Genau, richtig. Wir sind jetzt ohne Gewicht die schnellste Runde gefahren, 33,96. Sprich 4/10. Die Strecke hier, da würden jetzt einige sagen, oh ja, 4/10. Scheiß drauf auf gut Deutsch. Nee. Wir haben hier eine Strecke von 400 Meter und alle Hobbyrennfahrer oder Rennfahrer da draußen wissen, 4/10 auf so eine kurze Distanz ist riesig. Ja? Und 4/10, rechnet man das hoch auf 20 Runden, 40 Runden, macht einen immensen Unterschied. Ja? Von daher, ich habe es mir ein bisschen krasser vorgestellt, sage ich ehrlich. Wie ist es bei dir, Tim? Ich habe schon gedacht, dass es nicht allzu viel Unterschied macht, eben wegen dem Aspekt, was du auch schon gesagt hast, dass einfach, wenn du schwerer bist, du weniger, deutlich weniger rutschst. Und dadurch eben Zeit gut machst, sage ich jetzt mal, aber natürlich die Beschleunigung raus, da wirst du es merken, klar, hundertprozentig. Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, 4/10 ist, kann man denken, oh ja, das könnte deutlich mehr sein, aber wir haben hier schon so viele Leute fahren sehen von unterschiedlichen Gewichtsklassen. Ja. Das macht tatsächlich nicht viel aus. Wenn du dann noch ein guter Fahrer bist, kannst du deine mehr Kilos gut wegmachen. Ja, definitiv. Also 4/10 Unterschied. Ist vielleicht für euch dann nochmal eine coole, ja, so ein cooles Background-Wissen, wenn ihr wirklich mal mit Kumpels da seid, die dann sagen, oh ja, du bist nur schneller, weil du leichter bist und so. Ja, ist was dran, aber die richtige Linie, beziehungsweise wenn du das Kart gut unter Kontrolle hast und gut fahren kannst, dann kann man auch da wirklich viel wettmachen. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr es vielleicht anders erlebt oder ob ihr auch schon mal als schwererer Fahrer leichtere Leute besiegt habt. Schreibt es gerne mal rein.
So viel war es zu dem Video. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten wieder. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Wir haben es am Anfang schon gesagt. Das ist ganz wichtig, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bleibt gesund. Bis dann.